Hallo, Sylvia. Morales, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich hier nicht blicken lassen? Ich bin ein ehrbarer Erfinder, kein Ketzer. Die Inquisition macht da keinen Unterschied. Also, was willst du? Ist Pedro schon wieder betrunken in das Hafenbecken gestürzt? Die ist aber nicht gut drauf. Ich soll dir von deinem Mann ausrichten, dass es bald wieder richtige Fische gibt. Richtige Fische, dass ich nicht lache. Und wo soll ich damit hin? Der sitzt doch nur am Hafen, um zu saufen. Und ich muss die ganze Arbeit machen. Mir reicht's mit diesem Versager. Oho! Wenn du seine Angeln loswerden willst, ich nehme sie gerne. Okay. Danke. Das ist ja nett. Weißt du, warum das Inquisitionsschiff vor ein paar Tagen hier angelegt hat? Um Nachschub zu holen, denke ich mal. Nachschub? Für ihre Folterkeller. Ich habe gehört, die Leute sterben ihnen auf den Streckbänken weg wie die Fliegen. Und jetzt verschwinde, Morales. Sonst nehmen sie mich auch noch mit, wenn sie dich abholen. Schönen Tag noch. Okay, wir haben Angeln, wir haben die Fasern. Wir brauchen immer noch den blöden Korb. Können wir hier schon irgendwie was kombinieren? Mit dem Netz-Event? Nee. Eine Handvoll Flachsfasern verstopfen kleinere Löcher ohne weiteres. Aber ja wohl nicht die Wasserdruckmaschine, oder? Verstopfen Löcher. Wo hatten wir denn noch ein Loch? Vielleicht können wir dem jetzt irgendwas anbieten. Aber wahrscheinlich... Hallo. Gott zum Gruße. Ja, Gott zum Gruße. Hast du gehört, warum das Inquisitionsschiff hier angelegt hat? Na, deinetwegen. Sie suchen den Luftgänger, den Mann, der Jesus übertrumpfen will. Wirklich? Also arbeitest du tatsächlich an sowas. Wusste ich's doch. Ich glaube, du bist von der Hitze schon ganz wirr im Kopf, Korbflechter. Na, die verstehen sich super. Wiedersehen. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Dann gehe ich nochmal in die Werkstatt. Ramon, kannst du mir helfen? Ich lasse ihn an seinem Artefakt basteln. Okay. Wir haben die Angeln. Können wir die irgendwie schnitzen? Zurechtschnitzen? Nee. Was? Schlauch aus Leder? Ja, aber den hatten wir ja erst dran gemacht. Ich nehme den Schlauch wieder mit. Okay, Lederschlauch. Wofür haben wir die Orangen? Ich muss noch mal eben schauen. Anschließend muss ich die Lederblase nur noch mit Luft vollpumpen. Dann sollte die höhere Luftmenge... Okay, wir brauchen noch den Korb. Eine leichte große Luftblase sollte für Auftrieb sorgen, vielleicht aus Leder. Weidenholz haben wir. Je mehr Luft, desto besser. Vorerst kann ich das mit dem Blasebalg testen. Ja, wir haben den Lederschlauch. Aber das bringt uns nicht weiter. Hier hatten wir diese Schweineblase, aber ich glaube, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Da fehlt uns noch was. Schlauch mit Löchern. Die können wir damit nicht verstopfen. Können wir die einschmelzen, irgendwie, diese Steinfiguren? Was machen wir mit der Orange? Hier beim Obststand ist ja nichts, ne? Sie wird wahrscheinlich nicht mehr aufmachen. Ich habe, was ich wollte. Ja, gut. Dem können wir nicht sprechen. Tabit vielleicht nochmal? Onkel Tabit? Ja, mein Junge? Ah, den können wir auch nur nach dem Schiff fragen. Vor ein paar Tagen ist hier ein Schiff der Inquisition angekommen. Was hat das zu bedeuten? Das wollte ich dich gerade fragen. Wieso beunruhigt dich das so? Ich weiß auch nicht. Man hört so viel darüber. Sie verschleppen Leute über Nacht, erpressen falsche Geständnisse, foltern und morden. Alles im Namen der Kirche. Aber wir brauchen keine Angst vor ihnen zu haben. Wir sind gläubige Christen. Du von Geburt an und ich seit der Reconquista vor über 20 Jahren. Christen, ja. Aber gläubig? Ich glaube nur an die Gesetze der Natur. Das, mein lieber Freigeist, bleibt besser weiter unter uns.
Bis später. Ja, bis... Ja, bis später. Das hat uns nicht weitergebracht. Gut erhitzen und verrühren und fertig ist die Messingglanz. Ja, aber wir können es ja anscheinend noch nicht erhitzen. Ein Teil aus dem Fangnetz. Eine Zange. Ohne Zweifel mein Lieblingswerkzeug. Okay. Das sind Angeln aus biegsamem Weidenholz. Ideal für meine neueste Konstruktion. Ein lederner Schlauch, ungefähr 4 Meter lang. 4 Meter lang. Die Angeln für seine Konstruktion. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich so langsam mal diesen Schmelzofen nutzen müssen. Guck hier nicht rein, hier gibt's nichts zu sehen. Ich hab nichts für dich. Moment. Mit dem Schlauch kann ich das Wasser ein ganzes Stück weiter pumpen. Das Wasser spritzt dann am Ende aus den Löchern. Okay, und das bringt dir genau was? Anschließend muss ich... Zunächst muss ich mir... Das ist immer so verwirrend hier. Ziemlich genial. Ich habe ein Loch in den Eimer gebohrt und einen Schlauch mit Löchern daran befestigt. Die neue Erfindung nenne ich Wasserweitpumpe. Wasserweitpumpe. Was bringt mir das jetzt? Wasserweitpumpe. Das ist eigentlich totaler Quatsch, hier bei der Esse was damit zu machen. Drehmaschine. Eine Drehmaschine. Mit ihr kann man... Sie wird über einen Fuß... Löcher in Holz. Ja, nee, das bringt aber bei den Angeln nichts. Und den Schlauch kann ich vermutlich immer wieder daran befestigen. Jawohl. Nur auf und zu. Genau, mitten hinein in die Glut. Und gleich wird die Hitze noch ein klein wenig gesteigert. Okay, Moment. Das hatten wir aber schon mal. Gleich wird die Hitze noch ein klein wenig gesteigert und... Da hatte ich schon keinen Plan, wie das hier funktionieren soll. Also, wir verbinden die Esse mit dem Blasebalg. Okay. Ah, es kommt Musik. War das jetzt richtig? Aber so hatten wir es ja vorhin eigentlich schon. Jetzt kann man die Esse schön an. Ja, das hatten wir schon. Ah, Schlauch aus Leder. Nimmt er den dann wieder mit, oder? Ja, wahrscheinlich. Wenn wir jetzt am Seil ziehen... Aber hatten wir es nicht das letzte Mal schon versucht? Na, anscheinend nicht. Au, heiß. Ach, wie gut, dass wir die Zange haben. Nein, ich lasse das Messing lieber im Ofen. So bleibt es flüssig. Ach so. Was wollte er denn eigentlich mit geschmolzenes Messing? Viel zu heiß. Was wollte er denn damit noch anfangen? Die Angeln Wasserweitpumpe ist Quatsch oder können wir damit die Glut hier ausmachen? Nee. Den Fasern auch nicht, die sind ja nur um irgendwas zu... Oh. Ohne Zange ist das zu heiß. Ah. Ich sollte endlich Handschuhe erfinden. Okay, Moment. Die hier mit der Zange? Will er sich jetzt Silbermünzen oder so herstellen? Eine grandiose Idee. Die Steinfiguren mit Messing zu überziehen. Also zumindest, dass es aussieht. Nee, das sieht er denn. Messing ist ja nicht Silber. So sehen sie richtig wertvoll aus. Tabit wird begeistert sein. Ach so. Okay. Gut. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass er das hier für Tabit macht. Onkel Tabit? Ja, mein Junge? Ich habe was Schönes für dich. Ich habe deine Figuren mit Messing überzogen. Schau sie dir jetzt mal an. Die sehen aus, als wären sie aus Gold. Großartig. Da kann ich jemanden ordentlich über den... einen guten Preis verlangen. Danke, Feodor. Ja, immer gerne.
Wegen des Kamellederes. Nimm es mit. Die goldenen Figuren werden die Kosten auf jeden Fall wieder reinholen. Danke. Ich danke dir. Hier, nimm noch eine Silbermünze und kauf dir etwas Schönes. Blumen für deine Freundin vielleicht? Onkel, danke. Bis später. Ja, bis ja, dann, mein Junge. Bis dann. Sehr cool. Wir haben eine Silbermünze. Und kaufen uns jetzt den schönen Korb und dann haben wir alles. Hallo. Gott zum ja, Gruße. Gott zum Gruße. Ich möchte einen Korb kaufen. Drei Silber. Was? Ich habe nur Hat er nicht gesagt eins? Dafür bekommst du eine Bastmatte. Das hilft mir nicht weiter. Dann wird das wohl nichts. Können wir irgendwie anders ins Geschäft kommen? Wenn du dafür sorgst, dass es hier nicht so verdammt warm ja. ist, würde ich dir einen Korb für ein Silber überlassen. Ach ja, stimmt. So war das. Gottes Segen für dich. Ja, Gottes Segen. Silbermünze. Wir sollen dafür sorgen, dass es hier nicht so warm ist. Eine Art Ventilator oder Fächer? Herrliches Kamelleder. Dünn und dehnbar. Zwei Ballen reichen vermutlich für mein Fluggerät. Können wir hier irgendwas... Wir können ihm das doch geben. Das müsste das Tuch feucht halten und die Luft darunter kühlen. Mit dieser Erfindung kannst du den Stoff über deinem Stand ganz einfach feucht halten. Das kühlt die Luft darunter. Du musst dafür nicht einmal deinen Stand verlassen. Einfach hier drücken. Das scheint wirklich zu funktionieren. Und gegen die christlichen Glaubensregeln verstößt es auch nicht, oder? Wenn Gott wollte, dass du einen Hitzschlag erleidest, hätte er mich nicht geschickt. Was ist nun mit dem Korb? Kann ich ihn haben? Den großen da, bitte. Für zwei Silberstücke kein Alter! Problem. Es war ausgemacht, dass ich ihn für ein Silber bekomme. Irgendeinen Korb, ja, aber nicht den großen. Na schön. Dann nehme ich meine Erfindung einfach mit und verkaufe sie an jemand anderen. Schon gut. Ich liefere ihn dir in die Werkstatt. Dankeschön. Bitte auf das Dach. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, die beiden... Oh nein, die holen den Tabit. Oh shit. Soldaten der Inquisition bei Onkel Tabit? Hoffentlich wollen sie nur etwas bei ihm kaufen. Oh, das glaube ich nicht. Solange die Soldaten da drin sind, bleibe ich lieber hier draußen. Ich mag die Kerle nicht. Okay. Er liefert mir den Korb in die Werkstatt aufs Dach. Wann macht er das denn? Morgen? In einer Woche? Ah, vielleicht können wir Ramon davon erzählen, dass die... Ich glaube, ich habe alles zusammen, was ich für das neue Fluggerät brauche. Ab auf das ja. Dach. Ja. Na Mensch, ach, hier ist der Korb. Soll ich den da hinstellen? Wahrscheinlich. Es ist gefährlich, die Konstruktion auf dem Dach zu bauen. Sie könnte gesehen werden. Aber hier oben ist einfach genügend Platz dafür. Ich habe die Flügel auch gleich mitmontiert. Ach, super. Und jetzt? Der Korb ist auf jeden Fall groß genug für Ramon. Und die Flügel sollten zusätzlich dafür sorgen, dass er auch oben bleibt. Also ist das Gerät, die Konstruktion hier jetzt schon fertig? Direkt unter dieser großen und schweren Holzluke. Ein Lastkran. Den brauche ich, wenn ich... Was sagt denn der Ramon? Ich meine, dem sollten wir vielleicht mal erzählen. Ich lasse ihn an seinem Artefakt... Dass die Inquisition bei Tabit ist. Ich habe alles hier, was ich für den Bau des neuen Flug... Okay, Moment. Müssen wir jetzt doch noch hier was machen? Er hat da den Korb, er hat da seine Flügel dran. Ah, ach, hier sind die Weidenruten. Ah. Aber die können wir damit nicht einfach so verbinden. Ich brauche erst noch etwas zum Festbinden. Ach so, du brauchst erst noch was zum Festbinden. Netz? Ach so, klar, wir müssen das ganze Ding... So, das Netz kommt an den Korb. Ja, das ganze Ding ja jetzt irgendwie komplett aufbauen. Das war ja jetzt im Endeffekt nur der Korb.
der da so rumlag mit den Flügeln? Können wir das nicht hier am Netz irgendwie befestigen? Habe ich sein Vorhaben falsch verstanden? Ich dachte, der macht jetzt so eine Art Ballon. Das Netz befestigen mit? Mit? Ach, hier liegt das Leder, okay. Ich glaube, ich habe was ganz anderes im Kopf als er. Deshalb tue ich mich hier gerade ein bisschen schwer, weil ich mir das so komplett anders vorstelle. Wir haben das Leder mit dem Netz. Pass mal auf. Und das Netz mit dem Leder geht auch nicht. Und das Leder mit den Weidenruten geht auch nicht. Das ist die falsche Reihenfolge. Ich brauche erst noch etwas zum Festbinden. Ah, er bindet das alles an den Kran? Nee, das hier funktioniert ja nicht. Mit dem... Ich find's gerade selber lustig, weil ich glaube, ich habe das Gerät, diesen Ballon, schon irgendwie im Kopf, aber anders als er es hat. Das ist die falsche Reihenfolge. So, Leder ist die falsche Reihenfolge. Ich brauche erst noch etwas zum Festbinden. Zum Festbinden dieser Weidenruten. Ja? Sehe ich das richtig? Haben wir hier eventuell noch irgendwas am Rand? Das ist wieder das Netz. Okay. Netz, Netz, Kran, Netz. Hä, wo ist denn da hinten Netz? Weidenruten. Koop. Wir können das Ding hier nicht spannen, wir können es mit dem Leder nicht benutzen. Das ist die falsche Reihenfolge, Koop. Der Korb ist auf jeden Fall groß genug für Ramon. Und die Flügel sollten zusätzlich dafür sorgen, dass er auch oben bleibt. Glaube, ich werde jetzt zum ersten Mal die Hotspot-Anzeige benutzen. Das ist ja auch an sich nichts Verwerfliches, dafür ist es ja da. Aber eventuell übersehe ich hier was. So, Netz, Korb, Luke, das ist alles Kran, ne? Weidenrute, Weidenrute, Seil! Oh mein Gott, ja, Seil an den Kran. Wenn ich die Weidenruten mit den Seilen zu einem Gerüst verbinden könnte... Wow, das ist ja riesig. Fertig. Fertig. Okay, jetzt das Leder drüber spannen. Wenn ich jetzt das Leder am Gerüst befestige... Ah. Ja, so könnte es gehen. Okay, und jetzt... Direkt unter dieser großen und schweren Holzluke... Ja, ich wollte das Netz... Die Nähte sind sauber abgedichtet. Ich habe wirklich an alles gedacht. Jetzt muss ich nur noch Luft reinpumpen und dann ab in die Wolken. Der Graf wird zufrieden sein und Da Vinci wird meinen Namen kennen. Feodor Morales, Erfinder des ersten Fluggeräts. Wie soll ich das Gerät nennen? Es braucht einen Namen. Kamellederblase? Himmelskugel? Oder Hüllenluftschiff? Na, mir fällt bestimmt noch was ein. Was sagt unser Tagebuch? Fertig! Der Graf wird sehr zufrieden sein. Für das Befüllen mit Luft werde ich Ramons Hilfe brauchen. Ich muss nur noch den Schlauch anschließen. Okay. Ramon? Ich lasse ihn an seinem Artefakt basteln. Du musst nur noch den Schlauch anschließen. Ja, aber der ist ja jetzt hier. Schlauch aus... Ach so. Ich nehme den Schlauch wieder mit. Ich muss zugeben, ich verstehe es jetzt doch noch nicht so hundertprozentig. Kann er die Luke jetzt gleich hier öffnen, nachdem er den Schlauch irgendwo angebracht hat? Luke. Ja, aber die Luke ist ja gar nicht auf.
öffnet er die jetzt? Ich bin verwirrt. Ich verbinde jetzt das eine Ende des Schlauchs mit der Hülle. Das andere Ende des Schlauchs kann durch die Luke nach unten hängen und reicht bestimmt bis in die Werkstatt. Ja, nur dass die Luke zu ist. Aber das ist auch egal. Zumindest sah sie zu aus. So, das Schlauchende packen wir an den Blasebalg. Die Luftzufuhr wäre damit hergestellt. Jetzt muss ich Ramon nur noch überzeugen, mir kurz zur Hand zu gehen. Ramon, darf ich dich kurz unterbrechen? Was gibt es denn, Feodor? Ramon, du musst hier unten den Blasebalg bedienen. Ich muss hoch aufs Dach und sehen, ob es funktioniert. Hast du dir 20 Schweinsblasen an das Fluggerät montiert? Glaub mir, das Einzige, was du damit kannst, ist schwimmen. Mehr nicht. Nein, ich habe eine Hülle gebaut, die viel größer ist als eine Schweinsblase. Viel, viel größer. Mit tausendfach mehr Luft, die du reinpumpst. Komm schon, jetzt brauche ich wirklich einmal deine Hilfe. Ich helfe dir ja. Dieses Kristallstück hier ist der Schlüssel zu unserem Glück. Falsch. Der Schlüssel zu unserem Glück ist dieser Blasebalg hier. Wenn das klappt, dann ist unsere Werkstatt gerettet. Vergiss die Werkstatt. Dieses Kristallstück hier bringt uns dahin zurück, wo wir hingehören. Und dort machen wir eine neue Werkstatt auf, eine viel größere. Wieso größer? Ich wäre schon froh, wenn wir die hier nicht verlieren. Wenn ich erst einmal das Stadttor gefunden habe, aus dem das Kristallstück stammt, dann wirst du sehen, was ich die ganze Zeit gemeint habe. Du wirst es spüren. Verdammt, Ramon, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß aber, dass uns das Wasser langsam bis zum Hals steht. Wach endlich auf und komm zurück in die Wirklichkeit. Ich war der Wirklichkeit nie näher. Ich sehe die Stadt schon fast vor mir. Ihre Mauern sind weiß. Dann geh doch hin. Geh los und such diese vermaledeite Stadt.